Aufnahme starten. So, jetzt aber. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück bei The Legend of Zelda Tears of the... Of the Kingdom? Ja, of the Kingdom. Wir haben das letzte Mal diesen Kartenraum noch gefunden. Da bin ich dann nochmal zurück und habe die Sachen abfotografiert für... Kann ich das... Wo kann ich das nachschauen eigentlich? Hier? Ich weiß gar nicht, wo ich meine Karten, wo ich meine Fotos anschauen kann. Minus? Album! Genau, da kann ich es anschauen. Ach du Kacke, sind die schlecht. Okay, wir müssen näher fotografieren. Verdammt. Die zwei haben wir schon. Okay. Und die zwei, damit wir die Sachen auch in der richtigen Reihenfolge machen. So. Ich würde schon fast am liebsten die Dinger machen. Ups. Also wir können uns nicht wieder hochporten. Wir haben diese Drachenträne gemacht. Was war das? Game over. Oh ja, ich glaube, ich habe mich in die Luft gejagt das letzte Mal, ne? So, wir müssen jetzt da... Eigentlich wollte ich dahin. Machen wir jetzt das oder gehen wir zu den anderen Teilen? Ich würde halt am liebsten die Sachen jetzt da anschauen, aber einerseits... Komm, wir gehen mal dahin. Wir haben ja, glaube ich, Sachen zum Essen dabei, die wir uns aufheizen. Oh ja, stimmt, ich muss noch meine Ding einstellen. Wir haben die Link nur einen neuen Arm angebracht. Magic. Wobei das... Ist das ein neuer Arm? Vielleicht haben sie den alten weg oder so? Oder die haben einfach das fusioniert? Ja, fuck, jetzt hab ich's wieder falsch gemacht. Oh, mal kurz mal schauen. Warte, ich stelle hier kurz was ein. Gleich. So. So, jetzt. Also wir müssen in die Richtung. Wir sollten zu dem Turm da hinten gehen. Ey, ich habe jetzt gelesen, wenn man den kompletten Anzug hat, diesen kompletten Aero-Anzug, den ich jetzt da einen Teil davon habe, wenn man den komplett hat und auf Stufe 2 hoch hat, alles Dinger, stirbt man nicht mehr beim Abstürzen. Ja, ich sehe die Ausdauer schon, keine Probleme. Alles noch im grünen Bereich. 3, 2, 1. Oh, das wird gar nicht orange bei dem Ding. Jetzt wird's frostig. Ist da eigentlich irgendwo ein Tempo? Ja, jetzt verliere ich langsam Energie, ne? Aber es fühlt sich ja wieder aufwendig. Wenn ich Ding hab. Hey, das ist ein Häuschen. Warte. Essen. Oh Gott, ich laufe hier voll scheiße. Das Kältezeug an sich ist es schon ganz cool, aber andererseits hasse ich es einfach.
Was ist das da hinten? Wir können auf jeden Fall 12, 15, warte mal, was haben wir? 3, 6, 9, 12 Minuten können wir in dem Kältezeug rumlatschen, wenn wir Lust und Laune haben. Aber wir müssen ja auch eigentlich eher dahinter, ne? Die Schlucht geht da lang. Dann ist das ja schon wieder ein anderes Gebiet, sehe ich gerade. Also wir sind im Prinzip noch nicht mal in dem Gebiet, wo wir eigentlich hin sollen. Wasser ist, glaube ich, nicht so geil. Ach komm, scheiß drauf, wir fliegen erstmal dahin, wo wir hin sollen. Oder beziehungsweise wir gehen und fliegen erstmal dahin, wo wir hin sollen. Ey, es ist so geil. Überall wird ja nur noch Zelda gepostet. Was für komische Sachen das manche gemacht haben. Vorhin habe ich jemanden gesehen, der so einen Kreisel mit lauter so Stecken drauf gemacht hat. Und da hat er dann die Fische drauf und hat dann einen Flammenwerfer geschalten. Damit er die Fische alle gleichzeitig rüsten kann. Dauert wahrscheinlich länger, das aufzurüsten, als wenn du es normal machst, aber ja. Warte mal, habe ich ihn nicht? Ich hab doch. War das die da? Nee. Alte Winterhose. Ja, ich müsste noch ein Teil haben, damit ich von der Kälte einigermaßen geschützt bin. Oh, ist da hinten so ein Pferd? Ja, da ist so ein Stall. Sehr schön. Warte, was ist das da? Oh, gehen wir erst dahin. Oh, da oben sind Sachen runtergestürzt. So. Schild der Winde. Der Lieblingsschild der Ornikrieger. Dank seiner windschnittigen Form behindert er den Träger nicht beim Luftkampf. Kleeblattkurier. Gerüchte in den Stellen. Kletis, der Chefredakteurin, ist im Moment sehr beschäftigt damit zu planen, wie wir Informationen über Prinzessin Zelda recherchieren können. Was bei der Zeitung zu erledigen hast, musst du dich mit mir begnügen, der Nummer 2. Schon sagen, nicht schlecht, dass du uns überhaupt gefunden hast. Ziemlich abgelegen, oder? Kletis hat tief in ihre Trickkiste gegriffen und diesen Stall dem vorherigen Besitzer abgenommen. Wie ich sehe, entgeht dir nicht viel. Sag mal, würdest du nicht gerne als Reporter böse Taten aufdecken und das Licht der Wahrheit erstrahlen lassen? Wenn du möchtest, könnte ich bei Kletis ein gutes Wort für dich einlegen. Ey, Ruhe. Hör mal, Pein, ich dachte, ich hätte mich klar ausgedrückt, bei der Arbeit will ich nicht gestört werden. Diesen Stall habe ich dem vorherigen Besitzer zu einem äußerst fairen Preis abgekauft. Verbitte ich mir die Andeutung, dass ich ihn irgendwie übervorteilt hätte. Tut mir leid, gibt es hier einen Anwärter auf die Reporterstelle? Das wollte ich nur... Bewerber? Warte mal, dich habe ich doch schon mal gesehen. Also sag mal, Pein, könntest du uns kurz eine Minute unter vier Augen geben? Wenn mich halt alle nicht kennen, weißt du, ich bin der Oberheld hier. So, jetzt kannst du mir die ganze Story erzählen, Link. Du musst wissen, ich bin jetzt die Chefredakteurin des Kleeblattkuriers. Ich habe keine Ahnung mehr, wer du bist, Alter. Es ist zu lange her, dass ich gespielt habe. Das alte Spiel. Ich kenne natürlich alle wichtigen Personen gleich auf den ersten Blick. Außerdem hat uns Pura darum gebeten, nach Informationen über Prinzessin Zelda Ausschau zu halten. Also, nachdem das geklärt wäre, was bringt dich heute zu uns? Verstehe, du untersuchst also Orte, an denen seltsame Phänomene geschehen, um Prinzessin Zelda zu finden. Dann war es die richtige Entscheidung, zu uns zu kommen. Wir bekommen nämlich ständig Hinweise von Leuten aus der ganzen Welt. Darunter sind auch einige, die behaupten, eine Frau, die wie Prinzessin Zelda aussieht, gesehen zu haben. Ich hatte vor ein paar Jahren damit zu beauftragen, dieses Gerücht einmal nachzugehen. Aber ich wollte ihm nicht auf den Stapel binden, wer du wirklich bist, Link. Ich denke, es ist besser so. Allerdings braucht er nur einen Partner für seine Nachforschung, also wie wäre es, wenn du ihn dabei unterstützt. Selbst, dass du da nicht umsonst machen musst, obwohl das natürlich praktisch für meine Bilanz wäre. Ich zeig dir gleich mal die Belohnung, die dich erwartet. So, da wären wir. Voila. Ich würde deine komplette Krötenausrüstung überlassen. Dich an nassen Wänden festhalten, ohne Abschluss stürzen. Große Ausrüstung dir. Gar nicht übel, oder? Tja, das wäre mein Angebot. Du kannst wieder reinkommen.
Aha. Ist das hier ein Partner, dein Partner? Sogar Chefredakteur Kletis überzeugen konntest, hat mich mein Eindruck wohl nicht getäuscht. Fein, hauptsächlich solltest du dich in den Ställen nach Informationen umhören. In Ställen versammeln sich viele Leute und das bedeutet, dass sich dort auch die Informationen ansammeln. Mach das Beste draus. Kann ich mich zu Ställen eigentlich einfach porten? Suche nach der Wahrheit. Kann ich da irgendwie rein? Niemand da. Archiv vorübergehend geschlossen. Klar. Oder Claire. Feuerstein. Klaue ich denen gerade das ganze Holz? Scheinbar. Hyrule Tannenzapfen. Okay, mit der Stoffhose geht's scheinbar, dass ich nicht wegfriere. Noch. Was gibt's? Hast du auch was im Dorf der Oni zu erlegen? Falls ja, hast du Pech. Dass es diesen Artikel in der Zeitung gab, Oni Nahrungsmittelknappheit durch Schneesturm treffen hier Vorräte ein. Der einzige Weg ins Dorf unpassierbar, da können wir die Vorräte nicht dorthin transportieren. Ehrlich gesagt sind wir gerade in unserer Weisheit am Ende. Noch kälter geworden, sollte sich ein Hyrule-Tanzapfen ins Feuer werfen. Weißt du was? Die brennen fast so gut. Donatratmen werde ich glatt die Haare auf dem Gesicht weggepustet. Neulich hat dieser Gallo einfach so einen ins Feuer geworfen, während ein Stapel Zeitung in der Nähe stand. Auf den Windstoß natürlich sofort mitgerissen und sind bis zum Dorf der Orni auf der anderen Talseite geflogen. Ziemliches Durcheinander. Flüglos auf eigene Gefahr. Fandest du den Witz? Kannte ich leider schon. Den mit den Tanzapfen. Kann ich hier dann einfach jetzt eine Brücke bauen? Tabanda-Weizen. Sani, guten Abend. Achtung! Heiß und fettig! Wird zu kurz sein. Zeit von der Brücke zurückdrehen. Ja, aber es hält dann nicht ewig, ne? Aber man kann es mal ausprobieren. Glaubt zwar nicht, dass... Nee. Warte. Was ist da? Hä? Achso, nur dass es mit dem Holz geht. Nein! Nein, mein Holz! Arschloch. Was halt einfach anders da. Nein, nicht dahin pappen. Na gut, dann pappen wir euch erst zusammen. Okay, das ist Müll. Nein, du sollst nicht alles. Ja. So. Ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt noch heben kann. Oh ja, doch geht. La 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 la. Alter, wie weit ist denn das?
Okay, wir brauchen noch eine Runde. Ich weiß nicht mehr, ob das hier liegen bleibt. Ob das überhaupt Sinn macht. Aber mir ist egal, wir machen das jetzt einfach. Wir tun es ja auch für die Umwelt, weil es gibt einfach zu viele böse Bäume. Wir sorgen schon mal dafür, dass es nicht zu viele böse Bäume gibt. Alles für die Umwelt. Jetzt wird es langsam immer länger, Alter. Da. Nein, es reicht immer noch nicht. Hey, was machst du? Okay, wir bräuchten noch eins. Scheiße. Ich bin Mr. Brückenbau. Zum ersten Weisen, ja. Aber mich stört es, dass das hier nicht passt. Oh mein Gott. So. 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 Es ist dann die Steinaxt sowieso dann bald kaputt. Oh nein, warte, ich darf da nicht hingehen. Da ist ein Feuer. Nicht geil. Ich meine nicht, dass ich alles abfackel. Hä? Egal. Ne, warte mal. Das muss ich eher. Ha! Brücke repariert, ich will was zu. Ich will Geld haben. Los! Stellt euch wieder an, ich meine, schaut doch hin, da geht's doch voll gut rüber jetzt. Das ist so voll die Nummer 1 Brücke hier. Mit einem Spalt hier in der Mitte, damit ich durchfallen kann. Oh Gott! Wasser? Ist irgendwie kalt hier drin? Beim Wandern. Na gut. Warte mal, ich wollte eigentlich austesten, ob ich mich hinporten kann. Nee, kann ich nicht. Schweinerei. Brennt, ich muss gar nicht. Hä? Was meinst du? Ist das Wasser? Ja. Aber wir sollen dann rüber, ne? Ist das nicht mitten im Wasser? Oh, ich bin so ein Dab, Alter. Die Markierung habe ich gesetzt.
Scheiße, ich denke so, hä, das ist doch hier. Wow. Das war jetzt schon richtig geil. Kiste? Oh, die ist gut, die Kiste. Ist das eine Holzpfeile? Scheiß Kiste. Dämliches Drecksding. War hier nicht eigentlich voll der Sonnenschein das letzte Mal, wo wir hier waren? Also muss ich doch einen Schrein finden, scheiße. Ja, bei den Orni hat es ja eigentlich nicht geschneit, ist beim ersten Teil, oder? Oder bin ich jetzt da? Kann ich da beten? Oh ja, tatsächlich. Habe ich nicht, glaube ich, sogar was. Du hast herausgefunden, bestimmt das Segenslicht erhalten. Herz oder Ausdauer? Herz oder Ausdauer? Moment, dann ist die das Herz, glaube ich, wichtiger. Also Moment, dann hat man ja das Problem noch nicht, dass uns die Ausdauer ausgegangen ist. Jedenfalls nicht zu sehr. Yay! Bring der Welt den Frieden zurück. Mach deinen Scheiß selber. Oh, Baby Orni. Die schauen ja knuffig aus. Was gibt's? Wir probieren jetzt das Lied. So, das Lied von der Hymne des Arche genannt. Wir singen es alle, um damit das Dorf vor dem Kataklysmus zu retten. Müsst du mal hören, das Lied? Dann mal los. Juhu, es freut uns sehr, wenn uns jemand zuhört. Deswegen werden wir ganz besonders toll singen. Sind alle bereit? Lass uns singen. In alten Zeiten, vergessen von allen, kam ein Gott aus dem Himmel gefallen. Zusammen mit diesen Himmelskindern erschlafften in Hebra alle Winde. Mit dem Wind starben auch das Land, das wurde Kataklysmus genannt. Das Gottes Sehnen nach Himmels Höhe ließ alle vergessen ihr eigenes Weh. Mit vereinter Kraft wurden Boote gebaut und den himmlischen Lüften anvertraut. So konnte der Gott sein Exil beenden und zum Dank an eine Arche senden. Das Schiff brachte uns den Wind zurück und das ganze Land erstrahlte in Glück. Das Lied handelt von der Arche, die das Ornidorf vor ganz langer Zeit gerettet hat, verstehst du? Das Schlimmste passiert genau wie jetzt. Die Himmelsarche, hm? Gibt's die wohl wirklich? Das wäre sowas von toll. Klar gibt's die wirklich. Papa hat mir erzählt, dass sie vom Himmel aus immer über uns wacht. Im Moment können wir wegen des Schneesturms echt ein bisschen Hilfe brauchen. Die meisten von den Erwachsenen sind außerhalb vom Dorf unterwegs, also müssen wir Kinder uns in der Zwischenzeit um alles hier kümmern. Wir müssen auch langsam mit Proben aufhören und uns wieder an die Arbeit machen. Los, geht! Genli, du bist fürs erste Essen verantwortlich. Und Molly, du bastelst uns noch ein paar Pfeile, ja? Ja! Und auch heute wieder alle unser Bestes geben. Yeah! Wird gemacht. Ich mag die Molly. Weil sie gemacht das. Sind da jetzt echt nur Kinder daheim? Oh je, Mini? Oh nein, ich bin so eine Niete schon. Hat die damals auch schon so Haare? Wieder in einem Bett für die Gäste eingeschlafen. Oh, ein Gast, nein. Ich schwöre, ich habe nicht geschlafen. Willkommen im Gasthaus Schwalbennest. Im Moment ist niemand sonst hier, erhol dich also in aller Ruhe und Gemütlichkeit. Wie wär's mit ein paar Wänden und Fenstern? Hier schaut's aus, wie wenn's hier voll durchzieht. Normales Bett? Also, bis wann wirst du dich ausruhen? Bis morgens. Wenn ich am Morgen aufwecken. Gute Nacht, der Herr. Erstmal pennen gehen. Ich weiß zwar nicht warum, aber die tat mir jetzt leid.
Guten Morgen, der Herr. Hast du gut geschlafen? Also dann, ich wünsche euch alles Gute. Ja, und penne ich in deinem eigenen Bett. Penne in deinem eigenen Bett. Was ist das? Hallo? Das ist ein Schrein. Alles klar, let's go. So. Sehr gut, dann können wir es immer herporten, wenn wir Lust und Laune haben. Hört auf dem Wind. Gardakisa schreien. Das ist wahrscheinlich einfach. Oh mein Gott. Ah, warte. Hier, hinaus mit dir. Runter, los, verzieh dich. Das ist meine Plattform. Verpiss dich. Starker Konstruktbogen, ja toll. Wo war der? 11? Hier, lass mal das mal fallen. Boah! Wo soll der Käse? Soll ich da eigentlich ganz runter? Hier, verpiss dich. Tada! Schon, hä, wo soll ich jetzt hin? Ich liebe meinen Paddel. Du musst nicht kämpfen, du haust sie einfach nur weg. Besuche dieses Bandschreins, ich überspringe diesen Text. Ja, ja. Ihr könnt mir auch gleich mehr Segenslichter geben, wäre auch ein Ding. Temperament eines Pferdes. Temperament eines ungestümten Pferdes. Jetzt muss ich sie oben auf. Also von Schneeschippen habt ihr hier nur nichts gehört, oder? Dass du während des Schneesturms vorbeikommst. Auf dem Weg hierher hast du ganz sicher gefroren, oder? Wie wär's mit einer etwas warmen Kleidung? In den Bergen ist es noch viel kälter. Wenn du in den Berge gehst, erfrierst du, wenn du nicht vor Kälte geschützt bist. Wie kann ich dir helfen? Was ist das hier? Roter Rüstungsladen, roter Pfauen. Wir haben warme Ausrüstung. Es ist kalt, aber in den Bergen ist es noch viel kälter. Das hast du schon erzählt. Los geht's. Was haben wir zum Verkaufen? Ah. Besondere Gewänder daraus anfertigen. Zehn. Ja. Ich möchte dann, lass ich dir noch einen Tipp mit auf den Weg geben. Vor kurzem wurde bei der Straße östlich des Dorfes beim Pfad und die Hebraberge ganz viele Höhlen entdeckt. Überraschenderweise ist da drin recht warm. Das heißt, du könntest dort auch ohne unsere Kleidung überleben. Wenn einmal drin ist, kann man die glitzernden Steine dort zerschlagen, um ein paar Edelsteine zu gelangen. Oh. Bei uns beim Krämerladen nebenan gewinnbringend verkaufen. What the? Tausend für die Hose?
Also das ist doch ein Scam, oder? Willst du mich verarschen? Anti-Schneefedern? Die wollen mich doch veräppeln, oder? Hey, du versuchst mich zu scammen, oder? Ich meine, hier, nimm diese Federn, sie schützen dich vor Kälte. Ja, ich weiß, wir sind in dem Spiel. Ja, Brücke war eine gute Idee. Ja, ich habe halt überlegt, ob man da nicht vielleicht... Was magst du? Link, was soll das? Ja, soll toll, jetzt bist du wieder da unten. Das sind 51 Rubine, ja. Wobei es ja so scheinbar einen Trick gibt, wie man so Diamanten und so ein Zeug verdoppeln kann, was man erfindet. So kann man sich einen Haufen Kohle holen, aber da habe ich gar keine Lust drauf, wenn dann will ich es mir zusammensparen. Oder will ich es zusammenklauen? Festgefroren? Ja, das müsste doch eigentlich gut funktionieren. Hättest du Molly schon wieder. Ich tue noch, ich bin gerade sehr beschäftigt. Mein Papa hat mir erzählt, dass man mit Eisfrüchten Monster einfrieren kann. Mir eine grandiose Idee gekommen, aber in diesem Schneesturm kann ich keine Eisfrucht holen gehen. Gut, ist es mir schon lange nicht mehr eingefallen, aber ohne Eisfrucht kann ich das nicht ausprobieren. Pfeilmacherin, mach mal dieses bitte. Oha, was weht mir denn da für ein eisiger Hauch aus deiner Tasche entgegen? Oha, das ist doch eine Eisfrucht. Ui, und da ist ja noch mehr, du hast ja noch was Kaltes und Schleimiges. Ist das weiße Schleimgelee von diesem weißen Monster, das einen einfriert, wenn man es anfasst? Da würde mir bestimmt auch weiterhelfen. Vielleicht eine Eisfrucht oder ein weißes Schleimgelee geben? Hier, eine Eisfrucht. Juhu, ich freue mich so, danke. Meine großartige Idee ist nämlich, sowas an einem Pfeil zu befestigen, um Monster aus der Ferne einzufrieren. Wow, ich kriege richtig Angst vor meiner eigenen Schlauheit. Was so passiert, wenn man andere Materialien an einem Pfeil befestigt? Das gibt dann bestimmt noch andere Effekte. Ich bin genial. Sie fände toll aus dem Federn. Idee für einen aus Federnschild. Puh, das ist mit mir durchgegangen. Vielen Dank jedenfalls. Bitte nimm dich hier von mir an. Holzpfeile. Sehr gut. Paro, guten Abend. Ich habe mir überlegt, ganz viele Pfeile zu erfinden, die perfekt zu Papas Bogen passen. Ich werde weiterhin nützlich Pfeile für unser Dorf herstellen. Und eines Tages bin ich dann die beste Pfeilmacherin aller Zeiten. Und mein Papa wird richtig stolz auf mich sein. Bist du zufällig die Tochter von dem anderen? Ich habe schon keine Ahnung mehr, wie der geheißen hat. Ah, da. Sorry. Das ist doch blöd. Ich bin nämlich kein Küken mehr. Ich will die Riesenwolke erforschen. Zur Not auch ganz allein. Wenn wir bloß hier rumglucken, wird das Dorf... Oh. Huh? Du bist doch... Tatsache! Link! Tulin, junger Ornikrieger, Alter, ich weiß doch keine Ahnung, wer das ist. Paro, danke für das 100. Follow. Link, es hieß, du seist verschollen. Schön, dass du wohl auf bist. Hey, was denn du nochmal? Neuer Häuptling der Orni. War das der, der wohl uns im Ersten geholfen hat? Wie sehr dich zu sehen. Gab es damals schon weibliche? Mhm. Kennst du noch meinen Sohn Tulin? Nope. Er kann sich zwar schon aufplustern wie ein Großer, aber ganz erwachsen ist er noch nicht. Hey, ich habe euch doch schon gesagt, ihr sollt mich nicht behandeln, als wäre ich gerade frisch geschlüpft. Solange du weiter glaubst, du könntest allein die ganze Welt entgegentreten, bist du und bleibst du ein kleines Küken. Glaubst du etwa, ich kann mich nicht durchsetzen? Ich bin Pflücke, jawohl. Ich werde noch allen Augen machen, der Kundschafter... Tungflug heute etwa, der wird mir total problemlos gelingen. Ihr könnt weiter so tun, als wäre an dem Lied von der Himmelsarche etwas dran, aber ich glaube an so einen Blödsinn nicht. Blödsinn? Pass auf, was du... Na, liebe Zeit. Tulin will, dass wir uns ihm erlauben, die Ursache des Sturms zu finden. Er gibt es einfach nicht nach. Das mit dem Lied? Das Lied, das er meint. Ach, das ist nur eine alte Volksweise, die man hier im Dorf der Orni singt. Vor langer Zeit ein Kataklysmus, das Dorf bedroht wurde, als ein großfliegendes Schiff, das uns rettete. So zumindest erzählt es das Lied, das man schon seit Generationen bei uns singt. Heute ist es ein Kinderlied, die wenigsten Erwachsenen sehen es als die tatsächliche Wahrheit an. Allerdings wollen manche in letzter Zeit eine Art fliegendes Schiff am Himmel entdeckt haben. Dazu kommt, dass man im Schneesturm und diesen Wolken eindeutig einen Kataklysmus erkennen kann. Also, wer weiß, vielleicht ist es seinem Liebsten ja doch etwas dran.
und sei das Lied von der Himmelsarche auch nur ein Kindergesang, irgendwas geht da oben vor sich, das steht fest. Leider sind die Lüfte so wild und unruhig, dass nicht einmal wir Ornis bis so weit in den Himmel vordringen können. Und daher will ich klug und besonnen agieren und sorgfältige Vorbereitungen treffen, aber Tulin, nun ja. Er denkt, wir legen aus Feigheit die Flügel in den Schoß und hoffen blind auf göttliche Hilfe, wie sie das Lied verspricht. Mhm. Aber ich will dich nicht weiter mit unseren Sorgen behelligen. Sag, weswegen bist du hier? Hä? Was, so etwas hat sich direkt unter Schloss Hyrule zugetragen? Das klingt, als hingen Prinzessin Zeldas Verschwinden und die merkwürdigen Ereignisse im ganzen Land zusammen. Das Volk der Oni würde sich aufrichtig gerne an der Suche nach ihr beteiligen, doch leider ist das derzeit nicht möglich. Eigentlich Schneesturm setzt uns furchtbar zu und unsere Nahrung wird ausgesprochen knapp. Alle erwachsenen Oni nehmen den Schneesturm unter die Lupe oder suchen nach allenthalben nach Essen. Und seit mein Mann Häuptling ist, kann er selbst das Dorf auch schwerlich verlassen. Ach, könnte ich doch nur etwas tun. Ah, vielleicht gibt es jemanden, der mir helfen kann. Der dir mehr helfen kann als ich, frag doch mal Hertis. Sammle alle möglichen Informationen, vielleicht hat er ja schon etwas über Prinzessin Zelda gehört. Die zwei Leuchtfeuer dort drüben. Ist das nicht der Vogel, wo ich vorhin war? Und dort befindet sich eine Hütte, in der er sich aufhält. Schau doch mal dort vorbei. Ja, aber jetzt schauen wir erstmal hier weiter. Tulli oder Kackklippe sich hinzugefügt. Mal alles zur Deppe. Okay, das heißt darüber. Ist da irgendwas? Scheinbar. Hey, was ist das? Das wird dann so ein Schwert. Oh, fuck. Oh, der löst sich dann gleich auf. Was ist denn das? Saphirschwert. Oh, cool. Aber warte, meine Waffentasche ist voll. Wobei, kann ich das kombinieren? Nee. So. Hä, hey, nee, das ist nicht das Ding, wo ich vorhin war. Wo zur Hölle bin ich jetzt? Da ist ja der eine Typ schon wieder. So. Bis danke für deine Hilfe kürzlich. Ich habe halt einfach nur das Schild anzubringen. Was soll ich nur tun? Lass doch mal los. Mal stützen, na gut. Achtung, jetzt geht's los. Oh, es ist komplett gerade.
Großartig, steht von alleine ganz ohne ihn zu stützen. Ah. Sehr genial, wieso ist mir das nur nicht schon viel früher eingefallen? Alter, du stehst immer neben Holzmann. Alles fertig. Danke für deine Hilfe. Ich konnte den Schild vom festen Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Dankeschön. Hey, jetzt ist es kerzengerade. Ich krieg nur 20. Pipperfleisch, Reisbällchen. Oh, hab ich das jetzt? Eigentlich bin ich doch dir auch zu größeren Dank verpflichtet. Eine persönlichen Sammlung. Donnerblume. Alle Ortsschilder aufstellen. Gut, dann bin ich mal weg. Cool. Vor allem kerzengerade halt. Sehr geil. Kann ich die Schilder nicht rausreißen? Nee. Von Weiben zu sehen. Hallo, die beiden Leuchtfeuer haben dich zu mir geführt, oder? Ja, richte, damit ich auch im Schneesturm jeden hier finden kann. Wir sparen nicht an Feuerholz, damit man die Feuer auch dann sieht, wenn man in großer Höhe fliegt. Wirken die Leuchtfeuer im Vergleich zum Kartografieturm regelrecht mickrig. Oh, ist der hier? Oh shit, der ist da ganz oben. Wir haben dir den Ding gebaut. Zwar nicht wie ein Leuchtfeuer, aber die Größe und die Heiligkeit sind wirklich beeindruckend. Ich bewundere die Liana dafür, dass sie großartiges, sowas großartiges geschaffen haben. Okay. Diese Objekte. Nehme ich die ab. Danke. Frostling nehme ich auch mit. Ich wollte es rausziehen. Sind das nicht Waffen? Alpha-Krieger-Konstruktoren. Fuß der Hebraberge wurden diese geheimnisvollen Objekte entdeckt. Sie haben eine seltsame Form, nicht wahr? Alle an Untersuchungen dran durchgeführt, fanden aber nichts heraus, nicht einmal aus, was oder wofür sie sind. Auch scheinen sie scharfe Kanten zu haben. Sieht so aus, als wären sie schon gefährlich, sie nur anzufassen, oder? Ich bin übrigens fertig mit der Untersuchung und habe keine Verwendung dafür. Du kannst sie gern nehmen. Ups. Entschuldigung. Okay, sorry, not sorry. Ölflasche. Link der Dieb. Aufzeichnung des Himmelsarche lesen. Lesen. Welchen Abschnitt? Zur Legende. Es begab sich, dass sich kein Mensch mehr in ein Dorf regte, der Himmel erstarrte und die Erde zerfiel. Die Dorfbewohner wähnten himmelwärts, die Ritter der Lösung blickten voller Hoffnung empor. Wir verharrten Wolken rasch in Richtung des Dorfes. Aufhören. Keine Lust. Erzähl du. Hey, Mr. Be Cool oder was? Link, du bist wohl auf. Große Sorgen gemacht, als es plötzlich hieß, du seist verschollen. Was ist denn geschehen? Oh, du suchst Prinzessin Zelda? Es tut mir leid, aber ich habe nichts gehört, dass die weiterhelfen könnte. Gerade alle Federn voll zu tun, mit einem anderen Problem. Die Dorfbewohner sind unterwegs, um Nahrung zu finden oder den Ursprung dieses Schneesturms zu ergründen. Und zu einem Unglück ist gerade jetzt alles voller Flugungeheuer, die uns Not noch schlimmer machen. Einfach nicht genug Krieger, um sie von hier zu vertreiben. Nicht so lange, es uns so schlecht geht. Sei nicht böse, aber im Moment sind uns einfach die Flügel gebunden. Oh. Aber, wo ich es mir so überlege, vielleicht könnte es der kleine Tulin dir ja... Ach stimmt ja, du wärst ja länger nicht mehr hier, also. Na, unser kleiner Tulin hat inzwischen einen ziemlich guten Flügelschlag drauf, fliegt besser als so manche Erwachsene. Selbst bei diesem Unwetter dreht er auch seine Runden am Himmel und meldet alle möglichen Sachen, die uns helfen. Wirklich mal sehen, wie er die Windströme erzeugen kann. Da kann der Rest von uns wirklich nur staunen. Teba gibt den strengen Vater, aber insgesamt weiß er, dass Tuli ein kleines Wunderküken ist. Für seinen Geschmack auch ein wenig zu viel Pluster, der Kleine, aber sprich doch einfach mal mit ihm. Wollte er mit Sahne und Liasa Nahrung suchen. Wir sind zur Hilde der Hebra-Spitze im Norden von hier aufgebrochen. Klippe vor uns, Bergfahrt hinauf, sie ist mit dem Leuchtfeuer gekennzeichnet. Leuchtfeuer im Höhleneingang, sollte Tun nicht fern sein, sehr schön. Wer bist du? Ich denke, wir Speiseplan, der nach die draußen sind, um Essen zu beschaffen und zu forschen. Es ist schwierig, Zutaten zu kriegen. Essen unterschiedliche Effekte kochen. Beispiel beim Essen, für das Chili verwendet werden den Körper und lässt die Kälte vergessen. Dann müssen wir uns gegenseitig um die Flügel greifen. Achso, ich durfte das Zeug nehmen. Na toll. Doch kein Dieb. Schweinerei.